Da war eine Maus in Genf war da im Salat. War lecker, ne? Ja, keine lebendige Maus. Also die Maus hat nicht den Salat gegessen, sondern sie war tot im Salat. Also zwei Mädels haben diesen Salat, also sich da aufgefüllt bei Coop oder wie das der Laden heißt. Coop, ja. Und haben dann später beim Essen, wenn sie dann, als sie dann schon gegessen hatten, die Maus, die tote Maus entdeckt im Salat. Na lecker. Ja, Coop hat übrigens reagiert und hat den, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Coop, hat den Mädels über 1000 Euro Entschädigung gezahlt und als Einkaufsgutschein. Also die dürfen da weiter Salat einkaufen mit toten Mäusen. Das passiert, das kann passieren, aber die Qualitätskontrolle hat nicht gezeigt, dass da eine tote Maus drin liegt. Also wie gesagt, es gibt vor dem Salat umfüllen dort eine Qualitätskontrolle, aber die tote Maus ist da irgendwie doch hinterher oder dann dabei reingekommen in den Salat. Ja, guten Appetit.